Hallo liebe Leute, ihr seht, weiter geht's im Bausimulator. Ja, die Asphaltmaschine, also der Schwarzdeckenfertiger, der steht schon startklar bereit. Und damit geht's auch jetzt gleich los, dass wir heute hier die Baustelle der Zufahrtsstraße abschließen können. Wollen wir natürlich hier, ihr wisst's, hoppa, da muss ich noch anschalten, dass wir hier für die Versorgungsbetriebe oder Entsorgungsbetriebe die Zufahrtsstraße bauen. Das wollen wir natürlich fertigstellen, so schnell wie möglich. Wir sind jetzt wieder in den Morgenstunden. Ich habe wieder die Zeit schön vorgespult. Und dann schauen wir mal, wie schnell das jetzt geht. Also viel ist es ja nicht mehr. Ihr wisst ja selber, dass das Asphalt auftragen und verdichten, dass das ruckzuck erledigt ist. Wir werden es noch einmal umdrehen müssen wahrscheinlich. Ja. Dann ziehen wir noch mal eine Spur hier am Rand. Wir haben auf der anderen Seite auch noch mal am Rand machen müssen, wie ich gerade sehe. Oder? Es geht sich aus. Wir haben es geschafft, Leute. Gut, dann schaffen wir natürlich den Schwarzdeckenfertiger zurück in die Firma, dass der gleich eingelagert ist. Springen in unsere Asphaltwalze. Ach, der Kipper kann dann entsprechend auch weg. Genau. Den schaffen wir dann auch schon mal weg. Können die Kollegen alles machen, die Fahrzeuge wegfahren. Wir fahren jetzt einmal auf die Seite. Hier anfangen können mit dem Asphaltieren. Und dann verdicht man das mal ganz schnell und dann war es das nämlich schon. Dann können wir uns nämlich einen neuen Auftrag raussuchen. So. Einmal wenden bitte. Noch ein Stück.
Wieder ausgeschalten. Gut, parken wir so wieder hin. Dann schalten wir es wieder ein. Prozent, 95 von der ganzen Zufahrtsstraße. Ja. Ihr wisst selber, wann wir angefangen haben damit und wie schnell wir wieder fertig waren. Wenn man alle Geräte hat und dann jetzt weiß, wie es geht, ist das alles keine Herausforderung mehr. Lass doch an. Lass doch an, Junge. Geschafft. Gerade so mit dem letzten Meter. Sagt schon, ich muss deswegen einen halben Prozent nochmal umdrehen. Gut, Asphaltwalze lassen wir gleich wieder abholen. Ihr seht, die Straße entsprechend ist fertig. Die Entsorgungsbetriebe und vor allem die Umweltbeauftragte werden sich jetzt freuen. Hallo. Illegale Entsorgung von Abfällen in der Natur ist deutlich zurückgegangen. Gute Arbeit. Erst die fachgerechte Entsorgung ermöglicht es doch überhaupt, kaputte Sachen zu recyceln. Ich hoffe, die Bewohnerinnen und Bewohner verstehen eines Tages, dass Müll nicht einfach verschwindet. Dank dir ist die Stadt wieder ein klein wenig sauberer geworden. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass es nicht unbemerkt bleibt. Danke. Sehr schön. Ab zu unserem Coupé. Wieder ein Kapitel beendet. So, wir schauen mal, was ist das nächste in dieser Kampagne? Die Biogasanlage. Hier stinkt es zum Himmel. Landwirtinnen und Landwirte aus der Gegend haben sich mit einem Anliegen an uns gewandt. Zwischen den umliegenden Feldern soll eine Biogasanlage entstehen, ausgestattet mit Silos, einer Halde und einer Notfackel. Okay. Und die sollen wir jetzt bauen für die Bauern? Wahrscheinlich werden wir das tun. Fundamentaushub. Material liefern. Betondecke. Ein Flachdachbau. Gut. Wie gesagt, wieder mit unserem Elektro-GT geht es zur Umweltbeauftragten, zur nächsten Baustelle. Mal schauen, wo die Biogasanlage jetzt hingebaut wird. Noch 2,3 Kilometer. Hätte ich doch fast die Einfahrt verpasst, dass wir hier rum mussten.
Immer noch ein knapper Kilometer. Ach, hier sind schon die Felder. Gut, okay. Dann sind wir also gleich da. So, einmal quer durch die Stadt. Kürbisfeld. Okay, wo park ich mein? Hier drüben beim Bauern park ich mal. Hier kommt die Biogasanlage hin, okay. Dann soll das so sein. Hallo, da bin ich wieder. Ich kann den Ärger der Menschen hier gut verstehen. Der Mist der Bauernhöfe stinkt wirklich zum Himmel, wenn der Windfall steht. Jedenfalls haben die Leute die Nase voll und haben bei der Stadt eine Beschwerde eingereicht. Nach langen Gesprächen mit der Bürgermeisterin haben wir endlich grünes Licht bekommen, um hier eine Biogasanlage zu errichten. Durch die Einlagerung in die Silos ist der Geruch vom Mist weniger wahrnehmbar und das Endprodukt ist saubere Energie und hoffentlich auch zufriedene Anwohnerinnen und Anwohner. Na siehste, geht doch mit dir. Fundament ausheben. Machen wir. Das heißt, wir benötigen dazu uns mal schauen, den Bagger, und wir holen uns dazu auch den Muldenkipper auslagern, dann den großen Bagger auslagern. Mit dem fahren wir gleich zur Baustelle. Dann können die Arbeiten beginnen. Fährt auf einmal schneller. So. Da sind wir. Nö, nö, nö. Noch einen halben Meter vor, jawohl. Jetzt, wie gesagt, ab in den Muldenkipper. Dann holen wir den noch. Ebenfalls für 187 Dollar mal schnell gereist. So. Haben wir. Und endlich wieder Bagger fahren. Da
Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eine ganze Weile baggern. Hoppala. Das war so nicht beabsichtigt. Das war so nicht beabsichtigt. Wir werden aber hier eins machen, wir werden jetzt mit dem Verkauf, wenn wir von hier aus machen, also nur reinspringen in den LKW und dann entsprechend verkaufen, ohne dass wir extra zum Kieswerk fahren. Ja, also hier können wir baggern, gerade mal 5%. Das dauert eine Weile. Oh, schön leergeräumt das Loch, ne? Dann würde ich jetzt eins machen, dass wir hier schnell reinspringen. Und dann verkaufen wir das. Geht's hier weiter? Ja. Mal schauen, da wird das nächste Video vielleicht ein Timelapse-Video. Keine Ahnung, wie wir das machen. Oder ich überspringe das Baggern. Wenn wir hier so lange brauchen zum Ausbaggern.
Und dann verkaufen wir es wieder. Nee, 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 wir wollen hier rüber. Ja, ihr merkt selber, ne? Das zieht sich jetzt hier mit dem Baggern. Wie blöd war das jetzt wieder? Ah! Hab ich die Kelle fallen lassen. Ja, ja. Buttelflink. Natürlich jetzt zu zweit wäre das wäre schön. Kann man zu zweit baggern, ne? Wenn wir das gleich verkaufen wieder, Leute, dann werde ich wahrscheinlich im nächsten Video ein Timelapse einfügen. Weil das wird euch doch sonst zu langweilig, wenn ich hier kein Timelapse mache. Haben wir. Sehr schön. So, verkaufen. Sehr gut. Okay, Leute, aber trotzdem sage ich, soll es das für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und sage bis bald. Euer Atze Grünkohl.